schöne, entspannte Dinge mit deinem Gesicht machen. Du wirst so schnell einschlafen, bestimmt. Das heißt, ich müsste dein Gesicht berühren. Wäre das okay für dich? Okay, prima. Ich leg los. Ich schaue mir erstmal dein Gesicht an. Ganz, ganz genau. Jeden Quadratzentimeter deines Gesichts schaue ich mir an. Deine hübschen Augen, schöne Näschen, die Augenbrauen und die Stirn hier oben, das Kinn hier unten. Siehst ganz schön müde aus. Bist geschafft, ne? Ja. Das habe ich doch irgendwie gewusst. Okay, lass mich mal genau nachschauen. So, hier ganz schön verspannt, hier die Augenbrauen. Wenn man dann so ein bisschen die Brauen zusammendrückt, ist das unglaublich wohltuend. Ich mach das mal, ja? Es wirkt sehr erleichternd, ne? Und entspannt. Okay. Ich nehme meinen kleinen Pinsel, einen etwas dünneren. Unterschiedlicher Größen drin in dem Mäppchen. Manche sind zum Schutz noch in so einer Plastikhülle. Der ist doch ganz schön, der ist nicht so groß. Ich guck noch mal eben. Der ist auch sehr schön. Zeige ich dir mal. Guck mal. Und auch ganz schmal. So schön die Konturen nachfahren. Ne? Ja. Und das mache ich bei dir auch. Ganz fein. Noch wieder bei mir. Ja. Hier lang. Genau, ja. Am Kiefer. Ganz weich, ne? Genau. Dann hier deine Schläfen. Hier die Schläfen. Die Schläfen, die Schläfen. Dann kann man auch mal so schön in kreisenden Bewegungen, ne? So, das war eine Untersuchung mit wohltuenden Passagen. Oh, du wirst sehen. Mal hier auf der anderen Seite die Schläfen bis in die Stirn, ne? Die Schläfen.
auf der Seite mal. Gut. Perfekt. Das ist gut, ne? Jetzt mal schön deine Stirn. Deine Augenbrauen. Einmal auf der Seite, auf der anderen Seite, bis in den Wimpernkranz, ganz, ganz zart und behutsam, ne? Genau. Geh ich mal so ein bisschen deinen Nasenrücken lang. Schön. Das tut so gut von der Stirn, von der Stirnwurzel, Nasenwurzel, von oben nach unten bis zur Nasenspitze, da kann ich hier so runterfahren, bis zum Lippenherzchen, ne? So. Genau, von der Nasenwurzel runter. Nasenrücken ist die Nasenspitze. Genau, dann fahren wir jetzt hier runter. Genau, jetzt ist dein Mund. Na, genau. Dann gehe ich jetzt so schön dein Kinn lang. So schön dein Kinn lang. So die Konturen. Hier nochmal auf der anderen Seite. Hier die Schläfen. Nochmal die Öhrchen ein bisschen. Mache ich gleich auch mal mit einem großen, buscheligen Pinsel. Das kommt dann auch gut. Ne? Schön so die Linien nachziehen. Ich dann auch wieder all die süßen kleinen Linien lang. Gut. Auch hier kitzelt wieder gar nichts, ganz im Gegenteil. Das ist so wohltuend. Total schön, so sanft. Ne? Ja. Schön die Wangen. Die andere Seite. Die Äuglein. Ich nehme mal einen größeren Pinsel. Und gehe mal ein bisschen über deine Ohren. Das finde ich auch immer total entspannt. Ganz anders. Das tut so gut. Und jetzt du. Herrlich. Das ist wirklich ganz, ganz ultra weich. Ne? Ja. Mhm. Das ist mal das andere Öhrchen. Schön. Oh, das ist ganz, ganz ultra weich.
Schließ mal bitte die Augen. Kann ich mal ein bisschen über deine Äuglein streichen mit dem Pinsel. Das eine und das andere Auge. Mal ein bisschen liebkosen. Genau, erstmal hier. Ganz sanft auf der Seite. Jetzt auf der anderen Seite. Wer kann da noch die Augen offen halten? Schön so mit dir stehen, dass es so wohl tut. Ach, ich finde das so schön. Sind die Schläfen. Ein bisschen die Stirn. Glattpinsel, die Runzeln, Grübelfältchen, ne? Alles wieder glätten. Genauer untersuchen, gucken, ob die Pinsel-Session, beide Pinsel-Session Wirkung gezeigt haben auf deine Haut, ob das schon besser geworden ist, die Sorgenfältchen weg sind, die Ärgerfältchen verschwunden sind, weggepinselt, pinselt. Dazu nehme ich mir mal eine ganz, ganz besondere sanfte Taschenlampe. Deine Stirn an. Kann ich auch gleich mal eben mit den Haaransatz anschauen. Alles soweit gut. Ganz, ganz leichte, kleine Hautirritationen. Die sind aber nicht weiter schlimm. So, deine Augenbrauen. Schaue ich mir jetzt mal an. Hier. Und hier, auf der anderen Seite. Alles ist noch da. Beide Augenbrauen sind noch da. Wenn irgendwas unangenehm sein sollte, sagst du, ne? Gut. So, jetzt schaue ich mir ganz, ganz vorsichtig deine Augen an. Erstmal schließen, bitte. Beide. Okay. Das Augenlid. Die Haut ist ja sowieso dünner, ne?
Ja. Ist aber nichts irgendwie irritiert, trocken oder so. Das andere. Wenn ich so drüber gehe, auch alles in Ordnung, okay. Dann mach mal bitte auf. Gut, schaue ich mir nochmal deine Augen an. Ich nehme nochmal die andere Taschenlampe. Schau mal nach oben bitte. Alles gut. So, dann kommen wir zur Nase. Na, das sind so die Nasenlöcher. Alles fein. Alles da. Die Wangen. Die Wangenknochen unter den Augen. Ne? Alles gut. Ganz leicht irritiert. Hat man schon mal gerade jetzt in der Jahreszeit. Ne? Dann haben wir hier die Oberlippe. Auch alles ganz normal. Der Mund. Wunderschön. Der Kinn hier. Schön die Konturen. Schläfen. Stirn. Gut. Hier auch. Schläfe. Kontur. Kinn. Kiefer. Mal eben den Hals schauen. Auch alles gut. Sehr schön. Also da brauchst du dir schon mal keine Sorgen. Ausmessen. Ja, die Augenbrauen, Nasenlänge, Mundbreite, Höhe, sowas, ja? Okay. Hab ich hier so ein schönes, kleines, feines Maßband. Härchen. Gut, dann machen wir erstmal eben die Stirnlänge. 2, 2, mittig. Ja, ganz normal. Die Höhe. Ganz normal. Jetzt mal die Augenbrauen. Okay. Auch okay. Die Nase. Dann messe ich mal deinen Mund aus, ne? Gut. Ganz
normal die Lippen aufeinander legen. Ja, einander, gut. Die auch noch mal im Liebe. Ja, gut. Dann jetzt nochmal komplett von Schläfe zu Schläfe. Dann nochmal von oben nach unten. Ne? Ja. Ist auch alles ganz, ganz normal. Ganz hübsch. Perfekt. Dann würde ich gerne dir eine schöne Gesichtsmassage geben. Also ich möchte gerne die Haut so ein bisschen besser durchbluten. Genau. Und zwar mache ich das hier mit dem kleinen Massagebürstchen. Okay, gut. Wolltest du mal hin? Sehr angenehm. Von oben nach unten. Das heißt, die Stirn, das ist wirklich ganz, ganz weich. Sehr, sehr angenehm auf der Haut. Mal eben ganz kurz über den Nasenrücken gehen. So, ein bisschen die Nasenflügel mitnehmen. Okay, jetzt gehe ich mal hier so lang über die Wangen und auch die andere Seite. Und dann nachher nochmal so. Ja, so ein bisschen runter, dass ich überall mal war. Dann jetzt noch mal so am Kinn lang. Gut, ne? Prima. Ist deine Haut richtig schön rosé, durchblutet. Ganz, ganz gesund. Ganz gesund. Und zu guter Letzt. Verwöhne ich deine Gesichtshaut mit einer ganz, ganz besonderen Bürste. Schau mal.
Gute Nacht.